Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir diesen Kreislauf durchbrechen können, weil ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig. Das heißt, der Schlüssel für das goldene Zeitalter oder in das goldene Zeitalter ist die Frage, wie kann ich den Teufelskreis der Normopathie durchbrechen? Und diese Abbildung habe ich jetzt hier nochmal gewählt, allerdings mit einer, eben einer kleinen Erweiterung, indem ich jetzt mir selber Gedanken gemacht habe, wo müssen wir jetzt ansetzen? Wo müssen wir quasi die Muster durchbrechen? Ja. Ja? Und das kann man halt hier sehr schön sehen. Wir haben natürlich erstmal die Aufgabe, Punkt 1, an uns selbst erstmal sich dieser Sachen bewusst werden. Deswegen rede ich darüber. Viele haben vielleicht so eine Ahnung, dass da was sein könnte. Aber die meisten haben nicht die Vorstellung oder das Verständnis, wie stark die Kindheit, die Qualität der Kindheitserfahrungen den Alltag jetzt in der Gegenwart beeinträchtigt. Ja. Und zwar meistens blockiert beeinträchtigt. Also wie so eine Art Gummiband wirkt, das immer wieder zurückzieht. Immer wieder in bestimmten Situationen werden bestimmte Muster getriggert und man ist dann in dem Moment in diesem emotionalen Zustand, in dem das Muster entstanden ist, also keine Ahnung, vielleicht 6, 7 Jahre oder 14 Jahre, je nachdem, wann das war, und kann plötzlich nicht mehr agieren. Wo einer sagt, Mensch, du hast doch Vernunft und Gewissen, warum verhältst du dich so komisch? Ja. Ja, weil der in seinem Film ist. Genau. Ja, weil der Film durch bestimmte Einflüsse getriggert wurde. So. Also zu wünschen wäre, dass tatsächlich, dass junge Menschen sich auf den Weg machen, wenn sie vorhaben, Eltern zu werden. Das ist sozusagen der erste Schritt. An sich ein Stück zu arbeiten. Das ist die Bewusstwerdung, du hast es ja hier auch stehen, die Bewusstwerdung dieser Traumamuster. Weil da müssen wir anfangen. So. Und dann natürlich ganz klar, diese Unreife, die sich ja dadurch diesen Mustern ja letztendlich widerspiegelt, die muss man angehen. Ja, man muss im Grunde auch eine gewisse Zeit zum Nachreifen haben. Denn wenn man das nicht macht, dann wird man Situationen später erleben, wenn man Kinder hat, die immer wieder diese Unreifemuster triggern werden. Ja. Und das ist dann leider eine Verhaltensmuster, was dann hochkommt, was wieder dann negativ aufs Kind unter Umständen wirkt. Und damit geben wir dieses Muster ja weiter. Das heißt, es ist sehr viel Bewusstseinsarbeit, die notwendig ist. Aber die ist wichtig. Wenn wir wirklich eine Veränderung herbeiführen wollen, ist das auf jeden Fall wichtig. Also erstmal sich die Sachen bewusst werden, deswegen rede ich darüber, dass man überhaupt versteht, was ist Normopathie und dass wir alle irgendwo einen an der Klatsche haben, sage ich mal so, weil wir alle in diesem System ja groß geworden sind und entsprechend mehr oder weniger Traumamuster erfahren haben und sie mehr oder weniger kompensiert haben. Ja? Und trotzdem, wir haben da alle unser Säckelchen zu tragen und uns mal bewusst zu werden und irgendwann auch mal dieses Säckelchen auch mal abzugeben. Genau, um es nicht an unsere Kinder weiterzugeben. So, das heißt also im zweiten Schritt geht es darum, diese Traumamuster eben zu erkennen beziehungsweise diese Unreife zu überwinden. Und da geht es ganz viel um dieses Thema Gefühle. Also ein Mensch, der wirklich Herzqualität hat und fühlt, der wird vieles nicht mehr mit seinem Kind machen können. Das wird ihm wehtun. Das wird ihm Schmerzen bereiten. Ja. Da wird er sagen, das mache ich nicht. Ich werde meinem Kind das nicht aussetzen, ja, diese Einflüsse. Weil die sagen, das muss man so machen. Das ist halt so. Man macht das ja so. Und ich fühle, nein, das ist nicht richtig. Ja. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Gefühl ist eigentlich unser Wahrheitskompass. Unsere Instanz, die uns sagt, das ist richtig, das ist falsch. Ja. Und wenn wir zu sehr im Kopf sind und das irgendwie schön reden und zurecht reden, ja, dann geben wir es weiter. Dann tun wir wieder die Gewalt denen an. So. Ja. Und dann sind die traumatisiert, gefühlsgepanzert und dann geht das ganze Programm weiter los. Das heißt, wir müssen auch anfangen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass der Mensch ein Stammmensch ist. Dass wir also eine generationsübergreifende Verantwortung tragen, wenn wir Kinder haben, wenn wir eigene Familien haben. Weil wir geben ja Muster weiter. Ich gebe mal, da hast du es ja wunderbar nochmal zusammengefasst mit dem Schlüssel. Ganz genau. Ja. Ja, das geht also um dieses Stammmenschbewusstsein, es geht um die Selbstverantwortung und es heißt letztendlich auch, das ist der dritte Schritt, dass wir mit den Kindern völlig anders umgehen. Zum Beispiel einfach uns darum bemühen, eine völlig andere Art von Geburt. Ja. Ja, viele haben einfach Angst, deswegen gehen sie ins Krankenhaus und sagen, ja, es kann ja alles passieren, aber man muss sich bewusst machen, die meisten Kinder auf dieser Welt werden immer noch außerhalb von Krankenhäusern geboren. Ja. Und auf ganz natürliche Art und Weise. Also scheint das irgendwie eine normale biologische Geschichte zu sein. Milliarden von Kindern sind außerhalb der Krankenhäuser geboren. Ja. Aber hier wird einfach, weil wir wissen, da ist natürlich ein Riesengeschäft dahinter und so weiter, auch die Medizin muss ja ständig wachsen, neue Märkte erschließen, wird mit ganz viel Angst den Frauen eingeredet, aber auch den Männern, es wäre nicht so sicher und so weiter und so fort. Ja. Und sich da als junge Eltern diese Sicherheit wieder zu gewinnen, sich damit mal beschäftigen. Ja. Ich meine, wenn eine Schule ideal wäre, dann würde sie auch die jungen Menschen mal genau erklären, worauf es bei einer natürlichen Geburt ankommt, wie man sich darauf vorbereiten kann und dass es völlig natürlich ist und in den meisten Fällen auch immer gut geht und so weiter. Oder man bestimmte Voraussetzungen schaffen kann und so weiter. Passiert ja nicht. Ja? Mhm. Aber das wäre sozusagen das, was notwendig ist. Das heißt,
auch der Umgang mit Kindern, also wie der Start ins Leben ist, aber auch die Fremdbetreuung, dass man versteht, Bindung ist der Schlüssel. Ich glaube, viele Pädagogen haben von diesem Thema Bindung so wenig Ahnung. Ja? Und das müsste viel breiter gestreut sein. Viel mehr muss über dieses Thema gesprochen werden, wie wichtig Bindung ist für das ganze Leben. Das heißt, die ersten ungefähr 7 Lebensjahre sind so wichtig, dass da eine solide Verbindung zwischen den Eltern und den Bezugspersonen, es können ja auch Großeltern sein oder andere, auf jeden Fall erwachsene Bezugspersonen, zu den Kindern aufgebaut wird. Das ist so wichtig. Es geht nicht nur um die körperliche Nahrung oder das Nähren mit irgendwelchen Essen. Oder Wissen. Sondern um wirklich diese emotionale Zuwendung, Aufmerksamkeit, Hinwendung zum Kind. Das ist eine dermaßen große Verantwortung und es ist eine Aufgabe, die heute noch so gering geschätzt wird in dieser Gesellschaft. Ja? Man fragt sich immer, wo werden Gelder investiert? In Kindergärten. Investiert doch mal in Programme, wo Mütter gezielt geschult werden, dass sie sozusagen, bevor sie ein Kind haben dürfen, erstmal Bindungswissen bekommen. Und auch unterstützt werden in dieser Hinsicht, das auch dann praktisch umsetzen zu können, dass die Familie so stark entlastet wird. Geld ist genug da. Mhm. Ja? Aber der Schwerpunkt wird leider immer noch auf die falschen Sachen gelegt, nämlich auf Dinge, die eigentlich diesen Teufelskreis der Normopathie weiter zementieren, indem mehr Kindergärten gebaut werden. Und das gleichzeitig als Fortschritt verkauft wird. Und mehr Altenheime. Ja. Genau. Und die schön weit voneinander getrennt. Weil das ist so meine Vision, dass endlich wieder die Generationen zusammenkommen. Aber nicht auf eine Weise, wie es früher war, eben dass eher zum Leidwesen der nachfolgenden Generation war, weil da irgendwelche diktatorischen Sachen waren, sondern einfach, dass die Alten wieder ihre Würde zurückbekommen, die Kinder Menschen haben, die Zeit für sie haben, ja, die ihnen zuhören oder denen sie gerne zuhören, was habe ich? Ja, als Kind gerne meinen Eltern, die hätten ja meine Großeltern sein können, sogar erzählt von früher. Ja, ich könnte nicht genug bekommen. Ja, sowas. Also, das ist so meine ist Vision. So, wieder dieses Intergenerative. Ja. Für die Alten wäre es gut, die haben eine Aufgabe. Sie tragen Verantwortung für die Kinder. Ja. Die Kinder kriegen die Zuwendung, haben wichtige Bezugspersonen. Sie können von dem Wissen und der Erfahrung der Älteren profitieren. Ich glaube, in Kanada hat man das mal gemacht, wo man also in einem Altenheim oder Pflegeheim auch den Kindergarten mit. Hat die zusammengebracht. Und das war erstaunlich, natürlich, klar. Ja. Das ist menschliche Zuwendung. Es ist einfach menschliche Zuwendung. Und das ist das, was uns sonst durch diese Normopathie immer mehr abhanden kommt. Und das ist so einfach. Die Lösung ist immer sehr einfach. Ich wollte sagen, es geht einfach durch Zuwendung und Energie der Aufmerksamkeit, um die dann keiner mehr betteln muss. Oder, ich sage immer, dass man irgendwelche, wie Sachen im Norddeutschland, Dönikens macht, irgendwas kaputt macht, damit man irgendwie Aufmerksamkeit erregt. Richtig. Und das geht ja bis ins Jugendliche oder auch Erwachsenealter. Ja. Eigentlich. Ja, zwei Arten des Handelns. Die eine Art aus Liebe und alles andere ist Schrei nach Liebe. Ja. Und hierzu zählt für mich auch ganz wichtig die Rolle der Väter. Ja. Die ist sehr unterrepräsentiert in der heutigen Zeit. Und die sind so wichtig. Ja? Und das weiß man auch aus den entsprechenden Forschungen. Wenn Jungen, vor allen Dingen Jungen, es geht um Jungen, aber auch Mädchen, aber vor allen Dingen jetzt Jungen, wenn die nicht genügend oder ausreichend bevatert wurden, dann haben sie eher den Hang, kriminell zu werden, in Gangs, was weiß ich, und so weiter. Ja? Und Drogen zu nehmen. Habe ich in der Jugendwerkstatt als 12 Jahre mit Jugendlichen arbeite, als das Einende, was mir als erstes aufgefallen ist, dass 80-90% dieser jungen Männer keine Väter im Sinne von, dass sie hinter ihnen standen, dass sie für sie einstanden. Ja. Oder. Also von gestorben, getrennt, Alkoholiker, wie auch immer, also egal. Ja. Aber das war das eine vaterlos. Ja, und darum eigentlich geht es. Das ist, also der Vater hat so eine wichtige Rolle. Ja. Ja, vor allen Dingen, sag ich mal, ab dem 6., 7. Lebensjahr. Ja, in den ersten Jahren sind vielleicht, ist die Mutter noch wichtiger. Aber dann irgendwann bei den Jungs tritt der Vater oder überhaupt eine männliche Bezugsperson. Ja. Und auch da der Appell, dass sich die Männer dessen mal bewusst werden, welche wichtige Aufgabe sie haben. Sie sind nicht einfach nur die Gelderbringer und die Beschützer und das war's, sondern sie haben ganz wichtige prägende Aufgaben. Auch für die Mädchen. Ja. Ja? Auch für ihre Töchter sind sie die ersten Männer, wenn man so möchte. Und die prägen damit. Ja. Absolut. Ja? Und dann haben wir natürlich den vierten Punkt hier, das Thema ganze, diese staatliche Zwangsbeschulung. Ja? Auch das muss sich ändern.
Weil diese Art von Schule, wie wir sie heute haben, ist nicht mehr zeitgemäß. Die Schule hatte eine völlig andere Aufgabe, als sie entstanden ist, vor allen Dingen im 19. Jahrhundert, Industriezeitalter. Sie sollte einfach diese Arbeiterschaft hervorbringen, die dann in den großen Fabriken für die Räuberbarone arbeiten konnte. Ja. Ja? Oder Industriebarone. Und wir brauchen also eine andere Art von Bildung, ganzheitliche Bildung, freie Bildung. Und um jetzt mal, ich sag mal, gewisse Qualitätskriterien aufzuzeigen, damit das nicht nur dieser Begriff ist, ganzheitlich. Ja, man kann ganz konkret an bestimmten Fähigkeiten oder bestimmten Eigenschaften, die ein Kind dann besitzt, sehen, ob die Erziehung, aber auch die Bildung, die es genossen hat, gut war oder nicht. Und das, finde ich, sollte man als Maßstab heranziehen, woran man verschiedenste Konzepte, die es da draußen gibt, bemessen kann. Ja. Ja? Das können da hast mal, du nochmal noch das was zusammengefasst, Fähigkeiten, die Kinder fürs Leben brauchen. Ja. Also welche Fähigkeiten sind meistern zu können. Und richtig. Ja. Also die Fähigkeit, Vertrauen in die eigene Welt. Das heißt aber auch Vertrauen in sich selber, also Urvertrauen. Ja. Inneres Sicherheitsgefühl, aus dem heraus entsteht es der Mut zum Handeln. Ja. Dann aber auch Liebesfähigkeit, Mitgefühl, da sind wir wieder beim Thema Gefühle. Also gefühlsgepanzert oder eben nicht gefühlsgepanzert. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Empathie und Neugierde aufs Leben. Also dieses Emergenz aus sich selbst heraus motiviert, die Welt entdecken wollen. Ja. Und nicht nur da passiv da sitzen und dann immer nur Befehle ausführen. Fähigkeit zum Finden der eigenen Bestimmung im Leben. Da spielt der Vater auch eine ganz große Rolle. Ja? Der hat die Aufgabe, den Kindern, auch den Frauen dabei zu helfen, ihre Bestimmung im Leben zu finden. Der ist sozusagen auch der geistige nicht aufzuoktroyieren, Lehrer. Ja. Nein, den Kindern dabei zu helfen, auch ihre Bestimmung im Leben zu finden. Weil wenn ein Mensch seine Bestimmung im Leben gefunden hat, dann hat er Sinn, dann hat er Glück. Und dann ist er ganz anders motiviert, als wenn er irgendwie nur durch die Umstände des Lebens so irgendwo hingetrieben wird. Ja. Aber auch wichtig, die Fähigkeit zur Unterscheidung von Wahrheit und Lüge. Oh. Ja? Also Ego oder Selbst. Authentizität, Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber. Ja, das heißt auch wieder dieses, bin ich mit mir im Reinen, mit meinem Gewissen? Oder eben nicht. Da kommt die Güte für mich, die Güte ins Spiel. Natürlich, natürlich. Nur mit Güte kann ich wahrhaftig sein. Richtig, finde ich. Richtig, richtig. Dann habe ich hier noch Fähigkeit zur eigenständigen und inneren Handlungsmotivation. Also auch wieder dieses aus sich selbst heraus, also sich selbst motivieren können, nicht durch außen, sondern auch durch innen. Also das ist wieder die Sinnfrage. Wenn ich etwas Sinnvolles in der Tätigkeit sehe, dann bin ich motiviert. Ja? Weil ein Mensch ist ein Sinnsucher und ein Sinnfinder und ein Mensch braucht Sinn. Ja. Sonst kann er nicht langfristig bestimmte Dinge tun. Die Fähigkeit zur gewaltfreien Kommunikation. Ja, also die Sprache, die Entwicklung der Sprache, die Feinheiten der Sprache kultivieren und lernen. Weil auch die Sprache, der Spracherwerb formt auch unser Weltbild. Fähigkeit zur Kooperation mit anderen Menschen, Hilfsbereitschaft. Auch wieder eine Sache, die auf Mitgefühl basiert. Dass ich das Leid des anderen nicht nur sehe, sondern auch fühle und dadurch auch motivierter bin, ihm wirklich zu helfen. Ja. Eigen- und Selbstständigkeit, Selbstachtung, Autonomie. Ja, also nicht diese angepassten Pflichterfüller, die immer nur Befehle brauchen, sondern dass ich sage, nein, ich kann aus mir selbst heraus etwas erschaffen. Ich bin hier, weil ich einen Plan habe. Ja, also ich bin mir meiner selbst bewusst und ich kann aus dem, was ich mitgebracht habe, auch schon sehen, welchen Plan ich vielleicht hier zu verleben habe. Es muss also nicht ständig jemand kommen und mir sagen, was ich zu machen habe. Mhm. Dazu gehört auch die Fähigkeit zum eigenständigen Denken, dass ich also kritisch Fragen stelle und auch stellen darf, und nicht dafür getadelt werde, sondern im Gegenteil eher gelobt werde, wenn ich sage, hey, ich habe jetzt mal solche Fragen und ich gehe auch diesen Fragen nach und will eine Antworten darauf bekommen. Weil das fördert dieses eigenständig motivierte Handeln natürlich. Und das sind aus meiner Sicht so die wichtigen Fähigkeiten, die Kinder entwickeln sollten, wenn sie eine normale Erziehung, also oder eine natürliche Erziehung genossen haben, die eben bindungsbasiert ist und wenn sie eine freie Bildung erhalten haben, die die Kinder nicht unter Zwang und Druck setzt, sondern die, das, was in ihnen drin ist, den Rahmen schafft, damit es sich entfalten darf. Ja. Und es ist egal, wie wir dieses Konzept nennen, ob wir Montessori sagen oder Schitininien oder was auch immer, es ist völlig egal, wie wir das Etikett drauf nennen. Entscheidend ist nur, dass am Ende solche Fähigkeiten bei den Kindern ankommen. Und dann ist es ein offensichtlich gutes Konzept, mit dem man die Kinder in die Welt entlassen kann und auch ein gutes Gefühl hat, weil sie dann auch wirklich in der Lage sind, in dieser Welt etwas zum Positiven zu verändern. Der Schlüssel sind diese Fähigkeiten der Kinder. Ja. Und meine Erfahrung ist, wenn wir uns als Eltern oder Großeltern darum kümmern oder sozusagen hinwenden an diese Themen, dass unsere Kinder und Enkel ja jetzt was anderes erfahren als wir selber, dann nehmen wir uns selber ja mit.
Ja, wir tun auch uns. Das ist unsere Selbsttherapie. Ja, es ist unsere Therapie, wenn wir das erkennen, dass wir uns in den Kindern auch heilen. Für mich war mal damals, vor vielen Jahren, ein Schlüsselsatz, Kindererziehung ist Selbsterziehung. Ja, wenn man das begriffen hat, wenn du also bestimmte Marotten und Eigenarten nicht willst, dass dein Kind die hat, dann schau erst mal bei dir selber, ob du die hast und ob das Kind jetzt die nachahmt. Und wenn du das nicht willst, dann stell sie bei dir ab. Genau, und schlag nicht auf deinen Spiegel. Und lebe es anders vor. Genau, schlag nicht auf deinen Spiegel ein. Richtig, ganz genau.